Hallo, wir sind eine Familie mit Bulli. Und heute packen wir ein riesiges Paket von Adventure Van aus. Ihr werdet gleich sehen, was da drin ist. Und bleibt bis zum Schluss dran, denn ihr könnt einen 100-Euro-Gutschein gewinnen. So, wir haben nämlich von Adventure Van den Klapptisch Toni zugeschickt bekommen. Das ist ein, ja, wie er schon sagt, Ein Klapptisch. Ein Klapptisch für den VW-Bus zum Beispiel. Und den müssen wir jetzt erstmal zusammenbauen. Da gibt es hier wieder eine bebilderte Anleitung. Und dann hängen wir den an. Und ja, natürlich nehmen wir euch dabei mit. Was finden wir schon mal schön am Anfang? Eine Anleitung mit Bildern und Schrift. Und halt auch schöne große Bilder. Die Bilder sind in Farbe ausgedruckt. Das heißt, man kann hier auch genau sehen, was sind die einzelnen Schritte und wo muss man was am VW-Bus anbringen. So, den Karton können wir uns gleich als Tischchen dazu nehmen. Okay. Hier haben wir einmal eine Halterung und ganz wichtig die Lackschutzfolie. Die dürfen wir nicht verlieren. Kriegst du das auf? Die Halterung können wir schon mal rausholen. Okay, so dann ist das ist wieder mit Magneten. Das Ganze ist aus Aluminium, dadurch ist es auch ziemlich leicht. Es ist hier auch flexibel. Hier die Druckpunkte, ich vermute, das ist das, was am Fahrzeug ist, sind aus so einem weichen Gummi. So, okay, dann haben wir hier noch den Tisch selbst. Ich nehme mal hier die Lackschutzfolie, nicht, dass sie uns abhanden kommt. Okay. So, und der ist schön pulverbeschichtet, schön schwarz, sieht sehr schick aus. So, also dabei ist dann auch hier so eine nette Karte, die hat Katrin besonders gut gefallen. Vielen Dank für deine Bestellung, du unterstützt damit ein kleines Unternehmen, das ist uns ja auch immer besonders wichtig. Das bedeutet, dass eine echte Person einen Freudentanz macht und sich mit dir freut, wenn du deine Bestellung tätigst. Das ist alles mit Liebe und Sorgfalt von Hand gefertigt. Wir wünschen dir viel Freude und so weiter und so fort. Also wirklich sehr süß. Adventure Van können wir euch empfehlen. So. So sieht das gute Stück aus. Jetzt müssen wir mal die Anleitung hier befolgen. Also als erstes sollen wir die Halterung laut Beschriftung neben den Klapptisch positionieren. Also es muss erstmal so liegen. Hier steht Adventure Van, da ist die Schraube, hier ist der Dings. Und dann musst du das zu dir nehmen, den Tisch. Das hier ist aber die rechte Haltung, Halterung steht hier drauf. So, dann sollen wir den Tisch öffnen. Also hier ist ja ein Scharnier und hier ist ja offensichtlich eine Schraube. So, das heißt, das muss man dann hier doch irgendwie aufschrauben oder was? Nee, also ich habe das Gefühl, du musst die nur hochziehen. Ja, aber du ziehst ja hier nur das Teil hoch. Wie kriegst du... Ah, jetzt, okay. Okay, also mit ein bisschen Gefummel, man muss sich hier dran ziehen. Dann sieht man, dann geht der Stift rein. Dann löst sich das. So, jetzt. Jetzt müssen wir aber nochmal aufpassen. Wir haben es jetzt so, okay. Wir müssen jetzt hier... Das muss ab. Das muss ab. Dann muss das da aufgesetzt werden. Der passende Löcher. Na? So, dann wieder rein. Die Mutter drauf. So, hier kommen die Muttern drauf. Und dann die Schrauben mit Abdeckung. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Also wir haben erstmal mit der Zange die Abdeckungen abgemacht. Genau, und jetzt haben wir hier halt mit dem Nusskasten können wir jetzt hier die entsprechend festschrauben. Kappen wieder dran. So, und dann jetzt hier hinten. Schwupp. Okay. So, jetzt sollen wir den Klapptisch schließen. Ich mache mal hier das wieder durch. So. Okay. Dazu muss man wieder hier den Stift ziehen. Na, dann okay. Jetzt ist er zu. Die Anleitung. So, jetzt müssen wir ihn an die Position von der Schiebetür anpassen. Okay. So, anhalten, wie wir es haben wollen. Okay, so wäre es jetzt. Hältst du kurz? Ja.
Schwupp. Schwupp. Dann erstmal wieder ab damit. Und da muss jetzt die Lackschutzfolie ran. Und dann quer mit ein bisschen über die Falz drüber. So, hier auch. Ankleben, Klapptisch mit der Halterung einhängen, Klapptisch nach unten ziehen und leicht auf Spannung halten. Wie nennt es die Seite da? Magnete vorsichtig am Auto anbringen. Okay, so, du nimmst die Seite, wie gesagt, wieder Vorsicht mit der Hand. Erstmal auf Entfernung. Passt? Ja, kannst du bei dir noch ein Stückchen rüber, ein kleines Stück? Ja, okay, ja. Super. Und jetzt auf Spannung, also ein bisschen nach unten ziehen. Genau, und dann vorsichtig. Okay. Na? Hier oben auch noch. Dann so. Okay. Tada! Schön. Die Tür geht halt auch zu. So, und dann könnt ihr hier quasi eure Outdoor-Küche drauf tun, wenn ihr einen Gasbrenner habt oder so. Oder wenn ihr am Grillen seid, hier Sachen zubereiten. Was ganz cool ist, ist, man hat hier auch so eine Kante quasi, dass hier auch nichts runterrollen kann. Man hat hier noch so hier, zwei Aussparungen. Hier kann man sich Sachen anhängen, irgendwie, ja, wenn man jetzt irgendwie so eine Laschen hat an dem Grillwerkzeug oder sowas. Ne? Genau, so wie Löffel oder so, wenn man jetzt so Grilllöffel hat. So, also wir haben uns hier mal Winterpunsch zubereiten lassen. Prost. Prost. Langsam wird es ja kalt, der Winter beginnt. Das Wintercamping ruft. Ja, was ist dein Fazit zu dem Tischchen? Ich finde ihn richtig gut. Also mir gefällt die Verarbeitung. Es ist sehr hochwertig verarbeitet. Es gibt keine scharfen Schnittkanten. Ich finde es gut, dass hier zwischen dann noch so Puffer sind mit diesen Saugnäpfen. Das heißt auch hier, dass man sozusagen das Auto selber schützt. Auch hier ist schön viel Platz. Ich finde es gut, dass man den Tisch tarieren kann, weil es gibt immer mal Situationen, wo man nicht ganz gerade steht, so wie wir jetzt quasi, sodass man den Tisch selber noch ein bisschen austarieren kann, dass der quasi waagerecht ist. Und halt, dass man auch daran gedacht hat, dass man hier so kleine Aussparungen hat, um zum Beispiel ein Geschirrhandtuch oder irgendwie sowas dran zu hängen, wenn man jetzt hier Essen zubereitet oder so. Finde ich ja, gut. Ja, er bietet auch echt viel Platz. Ja. Ne? Maße können wir euch mal einblenden. Wenn ihr am Bus schon Airline-Schienen habt, dann könnt ihr diese Halterung hier sozusagen auch weglassen und den Tisch direkt an die Airline-Schienen anbringen. Ansonsten, er ist halt super flach, wenn wir ihn jetzt gleich wieder zusammenbauen. Ex du? Er trägt halt wirklich kaum auf. Hier die Nupsi raus, randrücken und fest. Hier, ihr seht, es sind wirklich nur ein paar Zentimeter, anderthalb Daumen breit, die das Ganze aufträgt. So, dann schauen wir noch mal, wie wir das auch wieder abkriegen. Genau, wenn man jetzt nicht damit durch die Gegend fahren möchte, okay, also dann muss man hier einmal kräftig ziehen. Oh! Jo, hast du? Dann muss man hier die Nupsis. Okay, hast du bei dir hinten? Du musst ein bisschen runtergehen, glaube ich, mit den Fingern. Macht nicht so. Na, wie denn? Ich habe keine Finger. Nein, du musst so, jetzt. Du hast keine Finger. So, okay. So, Tür wieder zu. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das Ganze hinten reinkriegen oder was. Genau, weil noch, also wir würden das ja wahrscheinlich dann so machen, nicht während der Fahrt dran lassen. Da bin ich etwas, weiß ich noch nicht, müssen wir überlegen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es nicht während der Fahrt anbringen möchte, aber mitnehmen möchte, muss man ja überlegen, wo transportiert man das. Das heißt, wir würden jetzt mal schauen, ob wir das hinten auf unser Schlagbohr draufkriegen. So, wir sind jetzt hinten, leg mal oben drauf, da könnte es knapp werden. Du kannst ja erst mal gucken, seitlich. Nee, seitlich klappt es nicht, wenn dann. Nee, da kriegt man die Tür nicht zu. So rum geht's auch. Ja, so könnte es klappen, doch. Könnte klappen. Das sollte klappen. Ja, wenn man jetzt hier sieht, hier geht die Tür zu. Das klappt so. Oder halt natürlich unten auf den Heckauszug. Da passt es auf jeden Fall drauf, ne? Genau. Ja, wenn ihr vor Weihnachten oder auch danach vielleicht noch bei Adventure Van shoppen gehen wollt, dann habt ihr jetzt die Chance auf 100 Euro Guthaben über einen Gutschein, den ihr gewinnen könnt. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf Instagram unter unserem Post hier zu dem lieben Tony. Schaut da gerne auch vorbei. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Lasst ein Like da
Und wir verlinken euch hier auch nochmal ein Video, wo wir ein Molleboard für den VW-Bus getestet haben. Bis dahin, eure Familie mit Bulli. Ciao, tschüss, ciao. Ihr Lieben.